Und damit ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Türchen TechMist 2019 hier auf dem Kanal Venix. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es mal ein super interessantes Produkt und zwar nennt sich die Firma Switchbot. Switchbot, im Prinzip ein smarter Schalter, der euch ermöglicht, alle Geräte, die irgendwie einen Ein- und Ausschalter haben in eurem Haus, smart nachzurüsten für 20 Euro. Und passend dazu habe ich mir auch noch direkt die Switchbot oder den Switchbot Hub besorgt. Der ermöglicht es euch dann praktisch auch noch Infrarotgeräte in eurem Haus anzusteuern und aber auch eure smarten Schalter dann sozusagen per App anzusteuern oder per Sprache. Super günstig, so kann man wirklich alle Geräte nachrüsten, wie das Ganze funktioniert. Erfahrt ihr gleich. Vorab aber noch, TechMist 2019 läuft ja und ihr habt am Ende des Videos einmal die Chance, das HOS X20 Set zu gewinnen. Das ist eine smarte Wi-Fi-Cam mit integrierter Lampe für die Türe beispielsweise. Was ihr dafür tun müsst, das erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Jetzt schauen wir uns aber erstmal gemeinsam Switchbot an, denn die Teile sind wirklich der Wahnsinn. Ganz viel Spaß! So, und bevor ich euch jetzt gleich zeige, wie ihr das Ganze konfiguriert, einrichtet, wo ihr es installieren könnt und so weiter, möchte ich nochmal ein paar Worte zu den Geräten selbst sagen. Hier haben wir Switchbot, hier haben wir die Switchbot Cloud sozusagen, nenne ich es, also es ist der Switchbot Hub. Mit diesem Hub könnt ihr dann wirklich alle Infrarotgeräte in eurem Zuhause sozusagen ansteuern. Das muss natürlich im selben Raum sein. Der Switchbot Hub kommt bei uns beispielsweise in der WG jetzt im Wohnzimmer zum Einsatz und schon kann unser Beamer angesteuert werden, die Leinwand fährt runter und. Damit ist unser Heimkino smart sozusagen. Wer die Videos noch kennt von früher, Broadlink RM Pro, damit ging das ja auch schon ähnlich, war aber viel umständlicher. Hier ist das jetzt wirklich super simpel über eine App gelöst, komplett übersichtlich. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist der Broadlink RM Pro mittlerweile auch besser geworden. Ich habe den eine Weile nicht mehr verwendet und auch dort sieht es mittlerweile gut aus und ist gut gemacht. Aber wie gesagt, hier gefällt mir einfach die Benutzeroberfläche beim ersten Einrichten schon super gut und es ist einfach ein Plug-and-Play-Erlebnis. Des Weiteren könnt ihr hier nicht nur Infrarotgeräte ansteuern, sondern ihr könnt eben auch eure ganzen kleinen Switchbots ansteuern. Und diese Switchbots sind im Prinzip einfache Schalter. Ich demonstriere das Ganze einfach gerade mal. Ihr seht's, hier oben fährt kurz was ein und aus. Das Ganze lässt sich konfigurieren, wie viele Sekunden das ausgefahren bleiben soll. Oder man kann sogar die Art des Tasters umstellen. Ich zeige euch das Ganze einfach mal kurz hier in der App. Denn da könnt ihr dann sozusagen hinterlegen, ob es nur ein Einschalter ist, dass ein Knopf gedrückt wird und das Ding wieder weggeht oder ob das Teil dann eben in diesem Mode bleibt gedrückt, wenn es beispielsweise ein Umschalter wäre, so ein Kippschalter und dann, wenn es wieder weggeht, dann gibt es da eine kleine Schnur, die ihr befestigen könnt und schon zieht es den Schalter wieder zurück. Das heißt, dann schaltet er wieder auf aus und das ist ziemlich cool. Ich zeige euch das Ganze mal, so sieht die App aus. Ihr seht bei mir aktuell zwei Geräte eingelernt, zum einen der Switchbot und zum anderen eben der Hub Plus. So, wir gehen mal auf den Switchbot, gehen auf die Zahnrädchen sozusagen und jetzt haben wir hier oben Password und Mode. So, also Passwort und Modus. Und bei Mode können wir jetzt nicht nur den Press-Mode, also ihr seht es erstmal, hier könnte man die verschiedenen Sekunden anzahlen. Wir machen jetzt hier einfach mal 3, Confirm, zurück, nur kurz zum Testen für euch. So, 1, 2, 3 und es geht wieder zurück. Super easy und simpel, wird auch immer direkt übernommen. Und jetzt aber der eigentliche Mode, den ich euch zeigen wollte, ist dieser Switch-Mode. Confirm, okay. So, und dann gibt es hier ein kleines Zusatzmodul, welches mitgeliefert wird. Und dieses klickt ihr dann einfach sozusagen hier oben ein. Und schon habt ihr jetzt nicht nur sozusagen einen Tastendruck, der dann sozusagen wieder weggeht, sondern ihr habt wirklich einen Schalter, den ihr wieder entweder betätigen oder wieder in die andere Richtung ziehen könnt. Und das ist halt schon mega geil. Wo macht denn jetzt ein solcher Switchbot Sinn? Also, wenn ihr eine Lampe nachrüsten wollt beispielsweise an der Decke, dann kommt es immer drauf an. Manchmal lässt sich einfach die Birne tauschen. Dann würde ich euch natürlich empfehlen, statt 20 Euro für einen Switchbot auszugeben, 10 Euro für eine Wi-Fi-Birne und gut ist. Jetzt kann aber sein, dass ihr beispielsweise keinen Empfang habt mit WLAN oder so. Dann könntet ihr so einen Switchbot verwenden. Des Weiteren könnte sein, dass sich nicht einfach, ja, dass es eine Lampe ist, wo das Leuchtmittel sich nicht einfach rausschrauben lässt und ihr eine ganz normale E27-Fassung habt, die Birne tauschen gut ist. Nee, es gibt auch oft irgendwelche Leuchtsysteme, wo das Ganze wirklich ein geschlossenes System ist. Und da kann man dann beispielsweise mit so einem Switchbot nachrüsten. Ansonsten am meisten Sinn macht das Ganze aber wirklich bei irgendwelchen Anlagen in eurem Haus, die einen Ein- oder Ausschalter haben, die ihr jetzt mal nicht eben kurz easy smart machen könntet, beispielsweise eine bestehende Heizanlage oder sonstiges, wo einfach immer direkt hohe Kosten auf euch zukommen würden. Oder ein Garagentoröffner würde natürlich damit auch für 20 Euro realisierbar sein.
und gut ist. Also ich denke, da sind wirklich viele spannende Einsatzzwecke möglich. Ihr könntet das Teil an eine Kaffeemaschine machen und schon wird auf Knopfdruck euch ein Kaffee zubereitet oder eben auch, falls ihr dann den Hub noch dazu nehmt, per Sprache, und das ist halt natürlich mega cool. Ich zeige euch jetzt aber gleich mal, wie das Ganze hier funktioniert bei uns im Wohnzimmer sozusagen auch mit dem Infrarotsignal des Beamers. Ist wirklich super zuverlässig. Ich zeige euch davor aber noch ganz kurz, wie sich das Ganze einrichten lässt. So, dazu musste ich den natürlich erstmal noch an den Strom anschließen, den Hub. Und jetzt könnt ihr den einfach mal anklicken. Jetzt könnt ihr ja entweder einen Zeitplan hinterlegen, dass zum Beispiel zu bestimmten Uhrzeiten ein bestimmtes Signal ausgegeben wird, dass zum Beispiel irgendwelche Rollläden hochfahren oder um eine bestimmte Uhrzeit ein Switchbot aktiviert wird, dass ein Licht angeschaltet wird oder der Kaffee gedrückt wird oder sonstiges. Ich denke, da sind natürlich der ganzen Sache eigentlich keine Grenzen gesetzt. Das waren jetzt nur mal ein paar Beispiele. Ansonsten könnt ihr natürlich das Licht konfigurieren, auch von dieser Bridge. Licht an, aus, ihr könnt die Farben einstellen, ihr seht, funktioniert auch echt verzögerungsfrei, und ihr könnt natürlich auch wieder in diesen allgemeinen Mode hier gehen. Ich würde das Ganze aber letztendlich eigentlich sogar ausschalten, mal sehen, wahrscheinlich wird es bei mir auf dem Schreibtisch letztendlich seinen Platz finden, denn dort kann es alle Infrarotsignale perfekt verstreuen eigentlich an alle zu steuernden Geräte, und da sieht vielleicht sogar das Licht gar nicht schlecht aus, aber mal sehen. Wie gesagt, ansonsten könnt ihr jetzt hier einfach irgendetwas hinzufügen. Ihr sucht euch jetzt was raus, was ihr einlernen wollt. Ihr seht schon, es gibt ein paar Vorgaben. Nehmt dann einfach die Fernbedienung, haltet das Ganze hier drauf. Ich hole die mal eben kurz. Ich bin gleich zurück. Da bin ich wieder. Und das ist jetzt praktisch die Fernbedienung unseres Beamers. Die werden wir jetzt hier einfach mal kurz zusammen einlernen. Und zwar, ich gehe jetzt hier einfach mal auf Others, denn da könnt ihr das dann wirklich komplett frei belegen und konfigurieren, wie ihr das wollt. Klickt ihr auf Add, Start. So, jetzt müsst ihr einen Knopf einlernen. Wir nehmen jetzt einfach mal den Einschalter. Man soll warten, bis das Ganze aus ist. Zack, wurde direkt grün. Wir nennen das Ganze jetzt einfach mal Beamer ein. Oder einfach Power on, oder? Macht mehr Sinn. So. Power on. Save. Ihr könnt jetzt hier auch direkt testen. Jetzt machen wir wieder Add. Neue Taste. Klicken noch auf den Aus-Button. Zack, auch direkt eingelernt. Klicken auf Power Off oder benennen es halt, wie wir wollen. Power Off, Save. Und jetzt können wir schon den Beamer ein- und ausschalten. Jetzt müssten wir nur noch sozusagen unser Konto mit dem Alexa oder Google Skill verbinden. Und schon haben wir dann, ja, nachdem wir das benannt haben, die Möglichkeit, eben unsere Infrarotgeräte anzusteuern. Super simpel, super easy und auch, würde ich sagen, noch relativ preiswert. Kostet 49,99 Euro die Bridge und die Switchboards, wie gesagt, 20 Euro. Die würde ich auch wirklich nur dort verwenden, wo ihr jetzt nicht die Möglichkeit habt, irgendwie eine smarte WLAN-Steckdose zu verwenden oder eine smarte WLAN-Glühbirne, sondern wo ihr wirklich ein- und ausschalten, irgendwas nachrüsten wollt, was jetzt halt aktuell heutzutage bei euch noch nicht smart ist. Finde ich ziemlich cool, schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Eventuell folgt auch mal bald ein Video, vielleicht bestelle ich noch ein paar von den Dingern, mach mal ganz viel damit, spiel damit rum. Und eventuell folgt dann auch noch ein Video, was man so wirklich alles damit machen kann. Das soll es aber jetzt erstmal mit diesem Tutorial, sagen wir mal, zur Einrichtung gewesen sein. Jetzt geht's noch um das Gewinnspiel. Passend zum ganzen Smart Home Thema heute gibt es natürlich auch eine Smart Home Wi-Fi Überwachungscam für euch zu gewinnen, die HOS X20 von Blaupunkt. Herzlichen Dank an der Stelle auch an Blaupunkt, die mir das Ganze hier zur Verfügung gestellt haben. Übrigens, deswegen steht hier auch Werbung, aktuell läuft noch bis zum 28.12. eine Aktion bei Aldi Liefert. Da könnt ihr die HOS X20 für 179 Euro bekommen. Ist ein super Angebot, Link natürlich in der Videobeschreibung. Was genau müsst ihr jetzt tun, um die HOS X20 zu gewinnen? TechMiss 2019 ist ja eine Kooperation mit Jonah Plank und TechnikLive. Ihr müsst Abonnent all unserer drei Kanäle sein sozusagen, und ihr müsst mir jetzt unter diesem Video einen Kommentar mit dem Hashtag TechMiss 2019 dalassen, warum ihr genau die Cam gewinnen wollt. Ansonsten würde ich sagen, alle genauen Infos in der Videobeschreibung nochmal, wen da was interessiert, und Link zu allen Produkten natürlich auch in der Videobeschreibung. Und ich sage an der Stelle herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Folgt mir auch gerne auf Instagram, RealVanix, und wir sehen uns schon beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut!